Herzlich willkommen hier bei Festool TV. Mein Name ist Frank und ich darf Ihnen heute zeigen, wie man mit der VS600 offene Schwalbenschwanzverbindungen herstellt. Wie Sie sehen, ist das eine schöne Verbindung, eine formschlüssige Verbindung, wo der Handwerker zeigen kann, welches handwerkliches Geschick letztendlich hat. Für die Herstellung solch einer Verbindung benötigen wir zwei Schablonen. Einmal die Schablone für die Schwalbenschwanzverbindung oder Schwalbenschwanzform und die andere Schablone für die Zinkenform. Beide Schablonen werden dann in diese Grundeinheit eingebaut. Als erstes beginnen wir mit der Schwalbenschwanzschablone. Diese wird hier in die Aufnahme montiert. Man richtet sie dann aus über diese Fenster an diese Pfeile, damit die Schablone auch exakt sitzt und wird mit diesen Klemmschrauben rechts und links fixiert. Dann kann ich das Ganze über diese Schwenkeinheit nach oben wegschwenken und habe jetzt praktisch hier den Blick auf mein Anschlagsystem, wo ich dementsprechend auch die SC20-Einstellung vornehmen kann. Vorne und auch im hinteren Bereich haben wir Druckbalken, die es mir ermöglichen, das Werkstück letztendlich zu befestigen. Bei langen Werkstücken kann ich die mittlere Schraube noch entfernen, sodass man auch Schrankseiten bis 60 cm bearbeiten kann. Wenn man jetzt hier Schubladenseiten dementsprechend bearbeitet, hat man hier das Rastermaß, das ich mir vorher natürlich dementsprechend einstelle bzw. ausrechne. In meinem Beispiel habe ich jetzt hier zwei helle Hölzer, zwei dunkle Hölzer, um auch hier den Kontrast sehr schön zu zeigen. Ich habe das Ganze jetzt schon mit meinen Werkszeichen zusammengezeichnet, sodass ich weiß, wo ich welche Teile nachher anlegen muss. Starten tue ich mit den dunklen Hölzern, das sind meine Seiten, und hier werden nachher mit S gekennzeichnet die Schwalbenschwänze eingefräst. Das Ganze wird mittels meinen Zeichen an die Anschläge montiert und mit den schwarzen Rädern oder Knöpfe fixiert. Im hinteren Bereich kommen jetzt die Splitterhölzer. Die benötige ich, damit beim Fräsen hier nach hinten keine allzu große Ausrisse sind. Splitterholz wird ebenfalls einfach von hinten hier eingesetzt und gegen das Werkstück gedrückt. Sie sehen, ich kann hier meine Seiten gleichzeitig bearbeiten, das heißt links wie rechts kann ich dementsprechend dann die Fräsung vornehmen. Sobald das Splitterholz montiert ist, richte ich das Werkstück, die Seite in dem Fall, auf das Splitterholz aus, dass es plan ist, und somit habe ich die Gewährleistung, dass nachher auch das Ganze winklig ist. Alle Schrauben, Drehgriffe, Drehknöpfe anziehen und das Ganze dann dementsprechend absenken und wiederum befestigen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Fräse. Hier haben wir die OF-10C, eine kleine handliche Fräse und den dementsprechenden Gradnutfräser eingebaut. Dieser Gradnutfräser ist auf dieses System SC20 ausgerichtet. Bevor wir hier starten, habe ich hier natürlich vorher den Kopierring montiert, der wiederum auf dieses Schablonensystem abgestimmt, abgerichtet ist. Man setzt die Fräse jetzt hier auf, fährt nach unten, bis ich hier Kontakt habe zum Werkstück und stelle jetzt praktisch meine Frästiefe ein. Das mache ich mit dem Gegenstück, mit dem Querholz nachher, wird hier eingespannt. Und schon habe ich hier die Tiefe, die Frästiefe letztendlich festgelegt. Zum Fräsen selber brauchen wir eigentlich jetzt noch Strom und Absaugung. Es bietet sich an, beim Fräsen mit diesem VS600-System eine Absaughaube zu verwenden, um einfach die Frässpäne besser zu bekommen bzw. abzusaugen. Das Ganze anschließen, nach unten fahren
und langsam in das Material einfräst, wie die Kontur der Schablone es mir vorgibt. Eine Seite ist fertig. Nun machen wir die andere Seite gleich. Die Werkstücke werden jetzt gedreht, das heißt, ich schwenke die Schwenkeinheit wieder nach oben weg, löse meine Drehknöpfe und bringe jetzt das eine Teil auf diese Seite, richte sie wieder meinem Splitterholz aus und dieses Teil mit dem Winkelzeichen auf die andere Seite. So habe ich linke und rechte Teile zu fräsen. So, und das gleiche Spiel wieder von vorne. Die Fräsungen der Schwalbenschwänze sind jetzt durchgeführt. Ich kann jetzt hier die Absaugung demontieren, da ich jetzt natürlich für die Zinken die Schablone wechseln würde. Das Ganze wieder nach oben setzen, die Drehknöpfe lösen und die Teile zur Seite legen. Auch das Splitterholz muss demontiert werden, um die neue Einstellung mit den Zinkenschablone durchführen zu können. Wir lösen die zwei schwarzen Klemmschrauben und setzen nun die Schablone für die Zinken ein. Hierauf ist zu achten, dass wiederum in diesen Fenstern unsere Pfeile anliegen und gleichzeitig dieses Exzenterrad an meiner Grundeinheit anliegen. Hier kann ich bei Bedarf die Passgenauigkeit verändern. Je weiter die Schablone zur Grundeinheit geht, ist die Passung enger. Je weiter sie rausgeht, ist sie dementsprechend leichter. Nun wird das Ganze nach oben wieder abgeschwenkt, hochgeschwenkt und die anderen Werkstücke eingespannt. Ich schaue wieder auf mein Winkelzeichen, setze es dagegen und so wiederum auf beiden Seiten. Auch hier das Splitterholz wieder an das Werkstück ranführen und mit viel Druck gegendrücken. Sobald das Splitterholz ausgerichtet ist, wiederum auf die Fläche des Splitterholzes das Werkstück ausrichten. Um Winkelgenauigkeit zu haben. So, alle Drehschrauben fest anziehen, die Schwenkeinheit abschwenken und nun die Fräse fertig machen. Hier haben wir nun einen Spiralfräser eingebaut, der hier nun die Schwalben bzw. die Zinken freiräumt. Auch hier ist wieder ein Anlaufring, den ich an dieser Schablone hier entlang führen werde. Thank you.
Auch wieder die Tiefeneinstellung. Wir fahren mit dem Fräser auf das Werkstück, arretieren mit dem schwarzen Drehknopf, nehmen dann das Holz oder das Seitenholz, setzen es hier dazwischen und haben somit wiederum die Tiefe ermittelt. Das Ganze wiederum an unsere Achsen montiert. Und nun werde ich die Zinken rausfräsen. Hier drauf ist zu achten, dass man beim Fräsen immer von vorne langsam ins Material einfräst und niemals rausfräst über das volle Material, sonst haben wir hier Ausrisse. Ist gefräst, machen die andere. Das Werkstück wird wieder umgedreht. Das rechte auf die linke Seite und eben andersrum, so wie die Zeichen es mir vorgeben. So, Drehkeinheit wieder abgesenkt, geklemmt und den gleichen Fräsvorgang wie vorhin. So, die Absaugung können wir demontieren. Die Teile werden nun ausgespannt. Und letztendlich schauen wir, ob das Ganze jetzt passt, wie man es gefräst hat. Zuerst schauen wir nach unseren Winkelzeichen. Die ganzen Winkelzeichen dementsprechend aufeinander abstimmen und schon habe ich hier das Ganze zusammen. Tja, so sieht es aus. Die Überstände können jetzt noch leicht verschliffen werden. Die sind also so, dass es leicht vorsteht um ein paar Zehen, die werden jetzt verschliffen und dann habe ich hier ein wunderschönes Kästchen. Wenn die Symmetrik der Zinken nicht ganz passt, habe ich die Möglichkeit, hier natürlich nachträglich das Ganze auch noch zuzuschneiden, sodass ich hier eine Symmetrik erreiche. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein bei Festool TV, bei den Schwalbenschwanzzinkungen. Ich freue mich auf mein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Festool TV. Ihr Frank, vielen Dank.